wünsche euch noch recht viel Spaß im Tierpark Berlin. Michael, Michael. Alt wie ein Baum, möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Der Waldkauz klingt immer etwas unheimlich und für den, der nicht stimmkundig ist, der wird sich vielleicht ein wenig verschrecken. Das klingt also etwas so. So bekannt wie Bernhard Schimek im ganzen Westen und in Europa und nachher auch im Osten war, so bekannt war Heinrich Dahte eben für alle anderen Himmelsrichtungen. Hier krabbelt irgendwas mir in der Tasche. Was ist denn das? Moment mal, doch mal reinfassen. Ach, das ist eine kleine Boa. Ich glaube, er ist auf jeden Fall der Ost-Schimek. Aber wenn man ausgleichender formuliert, kann man auch sagen, Schimek war der Dahte des Westens. Na, du Freund, wie geht dir's? Arr, arr, na, du, geht dir's gut? Na, schön, ja, freilich. Ja, 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 ja. Wenn er morgens aufwachte, Tierpark, wenn er nachts schlafen ging, Tierpark, also von früh bis spät nachts. Tierpark, Tierpark, Tierpark. Dahte und Tierpark. In der DDR Synonyme. Sein Lebenswerk, einer der schönsten Landschaftszoos Europas. Große Weite, seltene Tiere, die Natur so wie sie ist. Für Heinrich Dahte gibt es kein Privat- und kein Dienstleben. Für ihn gibt es nur ein Leben. Er hat immer gearbeitet, selbst an Feiertagen, wenn wir alle da waren oder auch noch nachts. Tochter Almut, Ärztin. Kindheitserinnerung ist ein Spruch des Vaters. Ich lebe, um zu arbeiten. Er ist ein Besessener. Wissenschaftler, Zoologe, Tiergärtner. Ausgezeichnet und geehrt. Professor Dr. Dr. Kurt Heinrich Dahte. Ach, hier kommt noch Alexander. Und was hatte Alexander? Also warte mal. Na, was hast du? Zwei Mäuse gefangen und ja. Zwar ist das hier ein. Er war ein Mensch, der anderen beibringen wollte, seid glücklich, dass es so viele Lebewesen auf dieser Erde gibt. Jeden Sonntagmorgen um 8.35 Uhr bittet Karin Rohn den Tierparkdirektor zum Interview. Unseren Hörern wieder einen schönen Gruß aus dem Tierpark in Friedrichsfelde. Guten Morgen. Guten Morgen, verehrte Hörer. Die Sendung im Tierpark Belauscht ist noch 1990 die Nummer 1 bei den ostdeutschen Rundfunkhörern. Das Glückliche ist ja, dass die Krokodile diese Münzen zweifellos nicht fressen. Zum Unterschied etwa von den Pinguinen. Mit ihm durch den Park zu gehen, war eine wahre Freude, sage ich Ihnen. Unser B-1000 musste ständig anhalten. Wenn da Menschen waren und Winke-Winke machte, da fuhren wir nicht nur vorbei, sondern wenn da eine Schulklasse war oder Kindergärtnerinnen oder eine große Familie, dann sagte er, halten Sie doch mal an. Und dann stieg er aus und dann sagte er, na, schön, zufrieden. Dahte ist beliebt. Im Ostblock der Star unter den Tierparkdirektoren. Seine Philosophie? Ein Zoo steht und fällt mit der Popularität seines Direktors. Der Tierpark Berlin. 160 Hektar Wald, Wiesen. Ein Platz für Tiere inmitten der Stadt. Es ist dieser Barockbau, das Preußenschloss Friedrichsfelde, in das sich Heinrich Dahte im Juni 1954 bei seiner ersten Begegnung mit Berlin verliebt. In seinem Tagebuch notiert er: Fast feierlich wurde mir zumute, als wir die platanenbestandene Allee zum alten Schlösschen entlang fuhren. Mir war plötzlich klar, das ist die Chance deines Lebens.
Die Chance seines Lebens. Der Auftrag für Ost-Berlin, einen Zoo zu errichten. Die Grenzen sind noch offen, die Stadt längst gespalten. Im November 1954 wird der Grundstein für den neuen Berliner Tierpark gelegt. Date gibt sein erstes Radiointerview. Er machte einen Zettel auf, eine Art Plan, und sagte, ja, sehen Sie, hier wird es eines Tages die Allee geben mit Rhododendron, Sträuchern, und es werden wunderschöne Blütenprachten zu sehen sein und dann die Farben der Papageien, denn wir werden da die großen Arras hinsetzen auf Schaukeln. Und auf den Wiesen von Lené werden Kamele sein, wir werden Lamas, Guanacos hier haben. Ja, und dann werden wir keine Zäune machen. Wir werden keine Zäune machen dort, wo es möglich ist, die Tiere auf den Anlagen stehen lassen, Wassergräben herum. Ja, was sah ich? Ich sah November, Bäume mit wenig Blättern. Es war ein zugewachsener Weg. Der Krieg hat im Stadtbezirk Lichtenberg Spuren hinterlassen. Das war ein ganz, ganz wilder, riesengroßer Park mit einem sehr, sehr bröckeligen Schloss. Irene Engelmann, 35 Jahre die Sekretärin von Heinrich Date. Der Bau des Tierparkes, eine nationale Aufgabe. Das Aufbauwerk organisiert Masseneinsätze. Date ist der richtige Mann, kompetent und ehrgeizig. Als er dann diese Menschen sah, wie sie mit Spaten und Hacke und Schaufel da gearbeitet haben, das hat ihm sicherlich den festen Glauben gegeben, ich werde es schaffen, was ich mir hier vornehme. Geschenke aus Ost und West. Dombo, der vierjährige Elefant, Dates ganzer Stolz. Die ersten Tiere, die vom Güterbahnhof durch die Straßen nach Friedrichsfelde ziehen, sind eine Attraktion. 2. Juli 1955, der große Tag. Also das war umwerfend schön. Wir waren innerlich so froh und so stolz. Endlich kommt dieses schöne Gelände, wird freigegeben, wollen wir mal so sagen. Ja, und große Eröffnung, große Reden. Ja, wir waren happy, alle. Präsident Pieck eröffnet. 30.000 Besucher kommen. Ein Tagesfeuerwerk wird gezündet. Heinrich Date ist 44 Jahre alt, als endlich seine Karriere beginnt. Bildungs-, Kultur- und Erholungsstätte soll sein Zoo sein. Über 600.000 Besucher im Eröffnungsjahr. Wir haben damals natürlich die Geschenke etwas gelenkt. Aber sie sind alle mit Bezug uns gegeben worden. Zum Beispiel die Stadt Strausberg hat Strauße gestiftet. VIB Kelde hat einen Eisbären uns gebracht. Dann hat eine Schlafzimmermöbelfabrik uns Störche. Ach, ist das überrascht. Süß. 14 Millionen Mark spendet die Bevölkerung. Die Berliner machen mit, heißt es. Auch die Staatssicherheit. Das Geschenk, zwei Brillenbären. Unsere Genossen meinten, ein Brillenbär würde sich langweilen. Und so fand dieser Aufruf einen solchen Widerhall, dass das Ergebnis das Dreifache der geplanten Summe ausmachte. Ein Herr von der Stasi kontaktiert Sekretärin Engelmann. Und dann soll ich mal so ein bisschen berichten. Auch seine Dienststelle ist ja interessiert, was passiert im Tierpark, was geschieht. Also nicht etwa, dass er sagte, ich soll den Professor ganz streng beobachten. Nein, das nicht. Aber ich soll mal so dann alles erzählen, weil ja auch Westkollegen auftauchen und zu denen Verbindung besteht. Und als Professor Date aus Leipzig zurückkam, habe ich ihm das gleich am nächsten Tag erzählt.
Und der Professor. Aber zum Telefonhörer gegriffen, diese Rufnummer angerufen und hat denjenigen, der dort am Telefon war, abgeschmettert und hat gesagt, dass er sich das verbittet. Er will auf diese Art und Weise nicht beobachtet werden. Und fertig, rums, Hörer aufgelegt. Der Westberliner Zoo, der älteste und bis dahin bedeutendste Tiergarten Deutschlands, bekommt im Osten Konkurrenz. Jede Stadthälfte war sozusagen das Schaufenster für die Regierung, für den Staat, der dahinter stand. Und die Zoos wiederum, die waren die Schaufenster für diese Stadthälften oder für den Staat damit dann auch. Man ging dahin, man schickte die Staatsgäste dorthin. Und insofern war natürlich eine Konkurrenz. Jürgen Lange, viele Jahre Chef des Westberliner Aquariums. Heute Vormittag fand in Anwesenheit zahlreicher Gäste im Zoologischen Garten eine kleine Feierstunde statt. Unter den Gästen war auch Professor Date vom Ostberliner Zoo. 1962 wird in Westberlin das Vogelhaus eingeweiht. Ein Triumph für Zoochef Heinz-Georg Klöß. Also wir haben immer gesagt, also gegenüber die Story, wenn der eine einen Zwergesel kauft, dann kauft der andere einen Riesenesel oder umgekehrt. Date im Osten setzt dagegen. Raubtiere und tropische Vögel unter einem Dach. Einmalig bisher. Es ist, ich möchte sagen, ein Haus, das so aussieht, als würde eine liegende Sphinx zwei Pranken vor sich hinstrecken. Und in diesen Pranken sind im Hause drin Freianlagen, etwas ganz Neuartiges für diese Tiere. Zwischendrin ist ein hohes Haus, das an seiner höchsten Spitze 18 Meter hoch ist und das einen Urwald darstellt, in dem Vögel laufen werden, wo man hineingehen kann. Juni 1963. Also die Eröffnung des Bremenhauses 1963, zum damaligen Zeitpunkt das größte Tierhaus der Welt und ich würde auch sagen bis heute das schönste, war sicherlich auch eine kleine Art Sputnik-Schock für den Westberliner Zoo. Und ein Staat, der beweisen wollte, was er drauf hatte, der konnte auch den Zoo und in dem Fall den Tierpark dazu nutzen, etwas Besonderes zu schaffen, um zu imponieren, aber sicherlich auch seiner Bevölkerung was Gutes zu tun. Richard David Precht hat Date nie kennengelernt. Er ist 15, als er den Tierpark zum ersten Mal besucht. Hier möchte der Junge aus Westdeutschland Zoodirektor werden. Das Bremenhaus wird an einem besonderen Tag eröffnet, dem 70. Geburtstag von Staatschef Ulbricht. Spektakulär ist die begehbare Tropenhalle mit Gummibäumen, Bambus, Kaffeesträuchern, Palmen. Er hat schon auch eine sehr visionäre Vorstellung gehabt. Es gab in den alten Tierparkwegweisern immer einen Spruch von der damaligen Berner Zoodirektorin Professor Meyer-Holzapfel, die hat reingeschrieben in das Gästebuch des Tierparks, so stellen wir uns den Zoo der Zukunft vor. Und dann kam der Zusatz von Heinrich Date, wir übrigens auch. Neu, eine überdachte Landschaft. Also diese Felseninnenanlagen machen einen gewaltigen Eindruck. Sie sehen eigentlich nicht nach Naturkulisse aus, sondern haben eher so was von Monumentalfilmen. Ich erinnere die eigentlich so an Cecil B. DeMille's Kleopatra-Filme oder ähnliches. Aber sie haben eine ganz starke Wirkung, weil sie Bühnen sind. Also der Gedanke, den Data hatte, auch bei der Eisbärenanlage und anderen, ist, Bühnen für Tiere zu machen. Die Tiere auf Bühnen zu stellen, um sie möglichst toll wirken zu lassen. Der tägliche Gang vorbei an den Büffeln ist für Heinrich Data Aufbruch zur Arbeit oder Rückkehr nach Hause. Neben den Gehegen das Wohnhaus, gebaut für den Chef und seine Familie. Die Familie, seit der Kindheit sein verlässlicher Rückhalt. Der Vater, Bürovorsteher, prinzipientreu bis zum Letzten. Im vogtländischen Reichenbach hat Konrad Data Arbeit in einem Anwaltsbüro und seine Frau Olga gefunden.
Die Dates singen und turnen im städtischen Verein. Ein geselliges Paar. Am 7. November 1910 wird in ihrer Wohnung Sohn Heinrich geboren. Ihr erstes und einziges Kind. Er ist gerade 5, als es heißt, Papi muss das Vaterland verteidigen. In Erinnerung bleibt der Abschied am Bahnhof. Der Vater zieht ins Feld der Ehre. Allein auf sich gestellt verdient die Mutter den Unterhalt mit Schneiderarbeiten. Mühsam abgespart für ihren Sohn, den sie Heinz rufen, ein Samtanzug und die Zuckertüte mit braunem Kandis. Als der Vater 1918 aus dem Krieg zurückkommt, kann sein Heinz schon lesen und schreiben. Die Weinholdschule, die erste Reichenbacher Bürgerschule. Sport und Gesang liegen ihm nicht. Er züchtet lieber Fische im Aquarienverein. Ob mit Schuppen, Fell oder Federn. Tiere haben es ihm angetan. Seine Großmutter hatte ja Ziegen, hatte Kaninchen. Und da wurde er schon angeregt, sich damit zu beschäftigen. Er hatte dann Lehrer, die eben ihn auf die ornithologische Strecke gebracht haben. Und dafür hat er sich denn einfach interessiert und auch für die Natur interessiert. Der Tiernarr wird Hobbyzoologe. Die Wälder um Reichenbach. Stunden kann er hier verbringen. Vögel beobachten, aufspüren, wo sie brüten. Aus dem Gezwitscher der Vögel hört er die einzelnen Stimmen heraus. Unterscheidet die Feld von der Heidenlerche. Die Mutter misstraut, ihr Heinz könnte sich mit Mädchen herumtreiben. Doch mit dem Opernglas der Oma ist er ganz allein auf Vogelpirsch. Heinrich ist 13. Große Veränderungen stehen an. Beim Messeamt in Leipzig bekommt der Vater 1924 eine Anstellung. Tief sitzt der Schock der Inflation. Dates Vertrauen auf die Familie und nicht auf die Republik. Der Vater, deutsch-national gesinnt, hofft wieder auf bessere Zeiten. Aus seinem Heinz soll mal was werden. In der noblen Thomasiusstraße haben sie eine kleine Wohnung im Seitenflügel. Gymnasiastenjahre an der renommierten Nikolaischule. Heinrichs Lieblingsfächer, Zeichnen, Deutsch und Biologie. In den Leipziger Zoo geht er höchstens zum Zeichnen. Der junge Date urteilt, Zoos sind Gefängnisse für Tiere. Er sieht sich als reisender Forscher, der in Asien und Afrika unterwegs ist. Naturwissenschaften, Zoologie, Botanik und Geologie will er studieren. 1930 Immatrikulation an der Leipziger Universität. Rektor Falke begrüßt die Neuen mit den Worten: Der Staat ist bankrott, keiner von Ihnen wird eine Stellung kriegen. Nehmen Sie Hacke und Schaufel, gehen Sie siedeln. Date lässt sich nicht entmutigen. Gut will er sein, schnell studieren, um den Eltern nicht lange auf der Tasche zu liegen. Professoren wie Ordinarius Johannes Meisenheimer begeistern ihn für die Zoologie. Im zoologischen Seminar sind sich alle einig, die deutsche Wissenschaft muss wieder zu Ansehen gelangen. Das versprechen die Nationalsozialisten. Heinrich Date tritt mit 21 Jahren in die NSDAP ein. Die Tage im Institut sind lang. Praktika beschäftigen die Studenten. Heinrich nutzt jede freie Minute für Exkursionen in die Umgebung, Vögel beobachten. Er sei der geborene Ornithologe, lobt ihn der Professor. Für die nationale Bewegung bleibt kaum Zeit. Doch abends sammelt er als Blockwart Beiträge ein. 1933 sieht er zum ersten Mal die Adria.
Mit ihrem schwerkranken Professor Georg Rimpe gehen die Studenten auf Forschungsreise. In Kroatien prophezeit den jungen Deutschen ein Priester: Ihr werdet alle Soldaten im nächsten Krieg. Sie lachen ihn aus. Nagetiere, das Thema von Heinrich Dates Dissertation. Mit 26 ist er Doktor und hat eine Anstellung. Eine willkommene Erholungsstätte bietet den Messebesuchern Leipzigs weltbekannter Zoo. Der Leipziger Zoo ist jetzt seine erste Wahl. Schon im Studium hat er hier assistiert. Sein Vorbild? Zoodirektor Karl Max Schneider. Der arbeitet 16 Stunden am Tag, publiziert in Fachzeitschriften, hält Vorträge im Radio. Heinrich Date wird sein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Als er 1939 eingezogen wird, gibt ihm Schneider mahnend auf den Weg: Melden Sie sich nie freiwillig. Pfingsten 1940. Es geht an die Front, nach Frankreich. 3 Wochen später, Rückfahrt im Lazarettzug. Oberarmschuss. Im Kurlazarett in Bad Elster pflegt ihn Schwester Elisabeth. Später sagt er: Die glücklichste Fügung in meinem Leben. Meinem Vati fiel auf, dass sie dieses R rollte. Und irgendwo gefiel ihm das und ihre sehr flotte, pfeffrige Art. Und sie hat ihm da aber weder überhaupt keine Hoffnungen gemacht. Und er hat sich dann bei allen bedankt für die nette Betreuung, als er entlassen wurde. Und so auch bei ihr. Und sie hat dann irgendwann zurückgeschrieben. Und so hat sich aus diesem gegenseitigen Schreiben irgendwo eine Freundschaft und später dann Liebe entwickelt. Im August 1943 heiraten die beiden in Elisabeths Heimatstadt Adorf im Vogtland. Tochter Almut ist noch kein Jahr alt, als er im Frühjahr 1945 zum zweiten Mal an die Front muss, diesmal nach Italien. Leipzig ist eine Trümmerstadt, doch seine Liebsten leben. Im Zoo alles verändert. Bubi geboren. Diese Nachricht seiner Frau erreicht ihn nach Monaten. Da ist er in Rimini, Kriegsgefangener der Engländer. Heimkehr nach Leipzig. Nach 4 Jahren Ehe zum ersten Mal Familienleben. Die erste Frage war, dass ich gefragt habe, wann der Mann wieder geht, weil er anfing, uns zu erziehen, was wir ja, wir wurden zwar auch erzogen von meiner Mutti und meinem Bruder und ich, von meiner Mutti und Omi, aber so vielleicht nicht in der Art, wie er meinte, dass wir hätten erzogen sein sollen. Eine Anstellung als Wissenschaftler bekommt das ehemalige NSDAP-Mitglied nicht. Er schlägt sich durch als Lektor, Tierstimmenimitator. Verdienst? 50 Mark im Monat. Naturbeobachtungen. Für ihn Zeit zum Nachdenken. Im Zoo braucht Schneider, der alte neue Chef, dringend Dates Hilfe. Wieder einstellen kann er ihn nicht. Heinz Keil, der Verwaltungsleiter, ein Mann, der unter den Nazis im KZ gesessen hat, entscheidet, wer im Zoo arbeitet. Keil wollte zunächst mal nichts arrangieren. Der wollte erst mal wissen, ist Date im Inneren ein Nazi-Sympathisant, ja oder nein? Und das Urteil von Keil war eindeutig nein. Er versteht vom Nazismus so gut wie nichts. Und das war der Grund und sagt, auf meine Verantwortung, Keil Verantwortung, stellt den Mann ein. Und so war's. Lothar Dittrich kennt Date aus den Leipziger Jahren und wird später sein Nachfolger. 1950, Rückkehr in den Zoo. Das heißt, kein Feierabend mehr. Date ist Anfang 40 und wieder Tiergärtner mit Leib und Seele. Das Ehepaar lebt mit Mutter Olga und einer Tante in 2 Zimmern. In der Gustav-Adolf-Straße, nahe am Zoo, ist ihre neue Wohnung. Groß genug für ein drittes Kind. 1951 wird Sohn Falk geboren. Wieder eine Trennung. 1954 die Berufung nach Berlin.
Erst 2 Jahre später folgt die Familie ins neugebaute Haus. Ein Familienritual. Wenn der Direktor zur späten Mittagspause heimkommt, setzt er sich an den gedeckten Tisch. Elisabeth Dates Ziehkind, Efi, ein verlassenes Malaienbärchen. Elisabeth ist Mitarbeiterin, Beraterin, Ehefrau. Sie hat eigentlich ihr ganzes Ich hinter ihn gestellt, ja, und hat ihm alles freigehalten. Sie war diejenige, die die Glühlampen wechselte oder die sich um alles andere kümmerte und auch die ganzen Behördengänge erledigte, sodass er eigentlich nur für seine Arbeit da sein konnte. Sie empfängt seine Gäste, schreibt und fotografiert, begleitet ihn auf Kongresse. Die starke Frau hinter dem berühmten Mann. Ihr Zuhause ist im Tierpark und der Tierpark ist bei Ihnen zu Hause. Ich hatte ja ein kleines Zimmer, wo nur ein Schreibtisch, eine Couch und ein Schrank drin waren, dann war das voll. Aber selbst diesen Schreibtisch hat er okkupiert mit seinen Materialien. Und er hat also in allen Räumen Tische gehabt, wo er immer parallel dran gearbeitet hat. Und da durfte man auch nichts anfassen, verrücken oder irgendwie verändern. Und wenn jetzt ein Familienereignis war, ein Geburtstag oder sowas in der Art, dann war das immer ein großes Problem für meine Mutti, mal einen Tisch so frei zu räumen, dass man auch dran essen konnte. Dabei hat er die Großfamilie am liebsten beisammen. Mutter und Tante leben mit im Haus. Die Date-Kinder dürfen Westsender sehen. Dafür streitet er sogar an der Schule. Dort sollten die Eltern unterschreiben, dass sie kein Westfernsehen den Kindern erlauben. Ist mein Vater wohl aufgestanden, hätte gesagt, er könnte das nicht unterschreiben. Für seinen Beruf wäre es wichtig, dass er international informiert sei. Und das könnte er auf keinen Fall machen. Das hat gereicht, dass dann die ganze Klasse, die Elternschaft der Meinung war, nee, wir auch nicht. Und so ist das in der Klasse nicht unterschrieben worden. Falk Date, jüngster Sohn des Tierparkchefs. Schon als Kind eifert er dem Vater nach, will auch Zoologe werden. Jeden Samstagnachmittag vermittelt Professor Date via Fernsehen schiere Tierliebe ins ostdeutsche Heim. Der Tierpark-Teletreff macht ihn zum Fernsehstar. Gleich morgens heißt es für den Tierparkdirektor, sich mit seinen Assistenten und weiteren Mitarbeitern auf die sogenannte Runde, den allmorgendlichen Rundgang durch den Berliner Tierpark zu begeben. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Was gibt es heute Neues im Park, Nun, Herr Professor? Meine Mitarbeiter haben mir schon. In volkstümlicher Diktion plaudert der Professor 30 Minuten über Giftschlangen, Weißstörche und Moschusochsen. Dann eigentlich Jungtiere uns anschauen können. Also ich glaube, dass Date, soweit ich das beurteilen kann, sich selber als Erzieher verstanden hat, der zur Volksbildung beiträgt und den Menschen ein zoologisches Wissen vermittelt, das vermutlich weit über das hinausgeht, was sie tatsächlich wissen wollen. Der Tierpark, ein staatlicher Großbetrieb. 420 Angestellte, mehr als 10.000 Tiere, über 2,5 Millionen Besucher im Jahr. Date baute eine große Quarantänestation und erreichte, dass die Tiere aus der Sowjetunion, aber aus China und so, zunächst einmal in den Tierpark Berlin kamen und die veterinärmedizinisch für die ganzen europäischen Staaten in unterschiedlicher Weise, aber für alle irgendwie gültigen Quarantänezeiten dort absolviert wurden. Damit waren sie aus veterinärhygienischer Sicht für Europa zum Handel freigegeben. Und nun stellte die Ostberliner Behörde, das war sehr geschickt, Zeugnisse aus und deklarierte diese Tiere, die aus China und aus Asien stammten, für Tiere aus Deutschland. Xi Xi ist 1958 das erste Ost-West-Politikum.
Der kleine Panda-Bär aus China darf nicht nach Chicago reisen. Grund? Das totale Embargo der USA gegen Waren aus dem Ostblock. Shishi wird nach Ostberlin gebracht und hier zur Sommerattraktion. Nach 3 Wochen darf er, deklariert als deutsches Tier, in den Westen. Für Heinrich Date gibt es keine Grenze. Forschungsreisen und internationale Tagungen, eine Selbstverständlichkeit. Seine Vorträge sind wissenschaftlich und populär. Er parliert Englisch und Französisch. Ich habe gesagt, das ist unser Außenminister. Denn es war wirklich so, er hat ja kein Hehl daraus gemacht, dass er bei solchen Tagungen war, dass er dort gesprochen hat. Er war stolz darauf, darüber zu berichten. Bei ihm ist die Welt zu Gast. Bernhard Schimek, Nobelpreisträger Konrad Lorenz aus Wien und viele andere. Das Einfamilienhaus im Tierpark, offen für Kollegen wie Staatsgäste. Karfreitag 1964. Lotte und Walter Ulbricht besuchen den Professor. Käsekuchen wird serviert. Date, der am liebsten nichts mehr mit Politik zu tun haben will, weiß, er muss taktieren. Um etwas für seinen Tierpark zu erreichen, tut er alles. Und das ist hier ein kleiner. Die Ute bringt ihn uns hierher. Er ist 6 Wochen alt. Na du, na sicher. Kleine Löwen gehören für mich immer noch zu den niedlichsten Raubtierkindern, die man überhaupt sich denken kann. Mit ihren entsprechenden, so hübschen Gesichtsausdrucken abkommen. Na nun, ja, freilich, ja. Jetzt kann ich mir's noch erlauben. In ein paar Monaten ist das dann schon etwas von anderer Qualität. Mit der Forschungsstelle für Wirbeltierforschung setzt er ein Zeichen in Richtung Westberlin. Wir sind nicht nur ein Schauzoo, sondern auch ein Wissenschaftszoo. Die Vögel bleiben Chefsache. Das Fernglas gehörte zu seiner Standardausrüstung. Er fuhr nirgends hier in der DDR irgendwo hin ohne sein Fernglas. Man könnte ja einen Vogel irgendwo sehen. Was er in der Natur sieht, hört, fühlt, das schreibt er auf. Date ist ein Meister im Formulieren. Über 1000 Titel fasst seine Veröffentlichungsliste. Der Tierpark Friedrichsfelde. Das ist die Republik von ihrer schönsten Seite. Persönlich war der Tierpark allerdings ein Sehnsuchtsort. Da ich aus einer linken Familie komme, habe ich versucht, in der DDR etwas zu finden, was ich toll finden kann. Und da bot sich der Tierpark für mich natürlich sehr stark an, weil das war ein Stück Ideal-DDR. Der Park, Dates eigene paradiesische kleine Welt. ...1984, deutsch-deutsches Versöhnungstreffen. Date lädt den Westberliner Zoodirektor samt Team zum Gespräch. Er hat nicht so sehr jetzt angegeben mit dem, was schon da war, Bremhaus, weil Klöß war natürlich oft hier, der kannte das, sondern er hat das gezeigt, was noch nicht da ist. Also wir sind auf die Kippe gefahren, wo heute die Gebirgstieranlagen sind, die in meiner Zeit entstanden sind, und hat von dort oben runtergeschaut mit uns und hat erklärt, da kommt das und das und das und das hin. Und die Augen von Professor Klöß wurden immer größer. Unter den Westberliner Gästen Bernhard Blaskiewicz, heute Direktor beider Berliner Zoos, Verwalter von Dates Erbe. Bei diesem Treffen im Tierpark lernen sie sich kennen. Der Professor hat kühne Pläne. Auf dem Trümmerberg im Park sollen Gehege entstehen. Ganz oben ein Café. Die Stasi ist beunruhigt. Vom Berg aus könnte ein Geheimobjekt ausgespäht werden, die Bezirksverwaltung der Behörde. IM observieren den Berg. Sein Café wird dem Professor nicht genehmigt. Seit die Staatssicherheit in der Nachbarschaft Stellung bezogen hat, gibt es Sichtblenden aus Beton. Einmal heißt es, die Affen sind los.
Die waren dann über die Mauer gezogen, die hatten das nicht so richtig akzeptiert. Und da war dann wilde Fang in diesem Gelände. Und unsere Mitarbeiter wurden dann angefordert, die sollen die fangen, die Affen. Zu viele Sicherheitsbestimmungen müssen eingehalten werden. Die Affen sind längst über alle Berge. Die verstanden dort in diesem Gelände wenig Spaß. Und da mussten sie eben mit Affen eine Weile leben. Irgendwann kehrt die Affenbande vom Ausflug zurück. Bananen gibt es nur im Tierpark. Der Professor und seine Mitarbeiter, ganz wie in der Familie. Am liebsten hat er alle um sich herum. Im Tierpark hat er das Sagen und nicht Partei und Gewerkschaft. Im Flachbau für die Verwaltung ist das Reich des Direktors. Hier warten täglich Papierberge. Der Arbeitswütige kann sie nie abbauen, sondern nur umschichten. Auf der anderen Seite doch eine schwache Leistung. Nur ein Junge. Auch im Tierpark grüßt SED-Generalsekretär Honecker von den Wänden. Ein Zugeständnis. Date ist parteilos. Also die SED kam für ihn nicht mehr in Frage. Da hatte er aus seiner Vergangenheit gelernt und sagte, also ich gehe nicht in keine Partei mehr. Damit, das ist nicht meins. Ich will meine fachliche Arbeit in den Mittelpunkt stellen. Hunde und Katzen. 1987, die 750-Jahr-Feier der Stadt. Der Professor lädt zur internationalen Konferenz. Auf Hochtouren wird vorbereitet. Er merkt nicht, dass es seiner Elisabeth immer schlechter geht. Sie stirbt mit 68 Jahren an einem Herzleiden. Das passte gar nicht ins Konzept, ja, dass sie einfach so weggeht. Und sie hätte auch niemals, wäre sie ins Krankenhaus gegangen, um sich behandeln zu lassen, einfach um ihn nicht im Stich zu lassen. Und das war natürlich sehr, sehr hart für ihn, ohne sie zu sein. Der Mann, der nie allein war, ist plötzlich auf sich gestellt. Ein paar Wochen später. Heinrich Date steht 5 Tage lang im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Konferenz Tiergärten und Umwelt. Für seine Kollegen aus dem In- und Ausland ist er brillanter Gastgeber. Seine Söhne Holger und Falk, inzwischen promovierte Biologen, stehen ihm im Tierpark zur Seite. Der Ältere in der Forschungsstelle, der Jüngere als Kurator für Amphibien und Reptilien. Die Krokodile bekommen im Jubeljahr ein neues Haus und der Professor Baumaterial für die Elefantenanlage. Da kommt das Burma. Er ist ein Bulle namens Angkor. Und wir hoffen, dass er mal der Stammvater von jungen Elefanten hier in diesem Hause wird. Großzügige Außenanlagen für Elefantengruppen. Dates Traum, Elefanten züchten. Er hat ja fast 15 Jahre um ein Elefantenhaus gekämpft. Denn er wollte die Elefanten zum Beispiel aus dem Pferdestall von an der Verwaltung. Da musste er ja so ein Freigehege bauen. Da mussten ständig die Stämme erweitert werden, damit die Elefanten nicht ausbrechen können. 1989 wird die Tierbehausung eingeweiht. Ein ereignisreiches Jahr. Der Professor heiratet wieder. Die Ärztin Elisabeth Schmidt wird seine zweite Ehefrau. Zum Hund kommt eine Katze. Silvester 1989. Nah beieinander. Freude und Nachdenklichkeit. Er sah also ganz schwierige Zeiten erstmal auf ihn und auf den Tierpark zukommen. Weil ihm auch sofort klar war, oder bewusst wurde, um Himmels Willen, eine Stadt, 2 große Zoos. Wer bleibt auf der Strecke? Keine große Frage. Es könnten eventuell wir sein, der Tierpark. Der sächsische Charmeur begrüßt die Gäste aus dem Westen.
Der Direktor ist Ostern 1990 höchstpersönlich für seine Besucher da. Die Ostberliner haben erstmal andere Ausflugsziele. Das macht Angst. Was wird aus den Tieren, den Pflegern? Er sucht nach neuen Konzepten. Und ich habe ihm ganz dringend nahegelegt und habe gesagt, jetzt bist du so alt, nimm diese Gelegenheit wahr und geh raus. Und überlass das anderen Leuten, den Zoo in eine neue Welt zu führen. Das sagt er, nein, nein, du irrst dich. Ich bin der einzige Mann in unserem Tierpark, der noch erlebt hat, wie man einen Zoo unter nicht-sozialistischen, also wenn man so will, unter kapitalistischen Verhältnissen führen kann. Ich habe ihm gesagt, das ist heute ein ganz anderer Kapitalismus, als du ihn noch in den 30er Jahren kennengelernt hast. Geh weg. Nein, also er sah sich in der Pflicht, das war eine Pflicht für ihn, jetzt den Ostberliner Tierpark in neue wirtschaftliche Verhältnisse zu führen. Das Land ist seit wenigen Tagen vereint. Der alte Mann tritt noch einmal vor die Belegschaft, verkündet die Senatsentscheidung. Der Tierpark wird bleiben. Eine GmbH soll gegründet werden. 7. November, 80. Geburtstag. Der Jubilar feiert in seinem Tierpark. Ich habe gern gearbeitet und tue es noch. Und gerade in dieser etwas nicht ganz leichten Zeit halte ich es für notwendig, dass ich noch ein paar Tage durchhalte, um meine Einrichtung in ruhiges Gewässer zu führen. Einen Monat später die Kündigung am 7. Dezember. Sie haben noch Zeit, bis zum Freitag, den 14. Dezember, Ihr Büro zu übergeben. Leider müssen wir Sie anweisen, bis Ende des Monats Ihre Dienstwohnung zu räumen. Das war also für ihn wirklich, als wenn ihm jemand in die Kniekehlen gehauen hätte, als er erfuhr, dass er innerhalb kürzester Zeit da raus sollte. Er hatte dann noch einen Aufschub erwirkt vom halben Jahr. Seinen Tierpark muss er nicht mehr verlassen. Heinrich Date stirbt am 6. Januar 1991. Er hat eigentlich gelebt, ohne an ein Ende zu denken.